Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In dem heutigen kurzen Video möchte ich gerne mit dir über einen kleinen Trick sprechen, den du benutzen kannst, um eine verkettete E-Funktion abzuleiten. Ne? Du weißt vielleicht, E hoch x ist abgeleitet E hoch x, aber sobald in der Potenz, also im Exponenten, etwas anderes als x steht, ist die Ableitung ja nicht mehr dasselbe. E hoch 2x ist abgeleitet nicht mehr E hoch 2x oder E hoch minus x ist nicht abgeleitet E hoch minus x. Denn da spricht man von einer verketteten E-Funktion, die normalerweise ja eine relativ aufwendige Kettenregel braucht, um die Ableitung zu bestimmen. Braucht man eigentlich bei der E-Funktion nicht. Denn dafür gibt es, wie gesagt, einen ganz einfachen Trick, der natürlich auf dieser Kettenregel beruht, den ich dir einfach mal ganz kurz näher bringen möchte. Zwei Beispiele, ein relativ einfaches Eingangsbeispiel, dann ein etwas, ja, etwas komplizierteres zweites Beispiel. Schauen wir uns mal die erste Funktion an. F von x ist gleich e hoch 4x minus 1. Da steht nicht mehr offensichtlich nicht e hoch x, also wissen wir schon, okay, da ist eine verkettete E-Funktion vorhanden. Wir wollen die erste Ableitung, ups, falscher Stift, sorry, wir wollen die erste Ableitung bilden. Also notieren wir als erstes natürlich f' von x. Ne? So markieren wir immer die erste Ableitung. Wenn du jetzt hiervon die Ableitung bestimmen möchtest, dann schaust du als erstes nur auf den Exponenten. Das heißt auf 4x minus 1. 4x minus 1, das ist eine ganz rationale Funktion, die kannst du relativ einfach ableiten mit den ganzen elementaren Ableitungsregeln, die du schon bereits kennst, ne? So wie die Potenzregel, Summenregel und so weiter. Also 4x, Zahl mal x ist abgeleitet noch die Zahl, die vor dem x steht. Also ist die Ableitung von 4x die 4. So. Und eine reine Zahl wie diese minus 1, die fällt beim Ableiten weg. Beziehungsweise ergibt 0. Ich könnte jetzt dahinter minus 0 oder plus 0 hinschreiben. Aber 4 plus oder minus 0 ist natürlich einfach nur 4. Also, jetzt haben wir den Exponenten abgeleitet. Und dahinter multiplizierst du die e-Funktion so, wie sie gegeben ist. Also e hoch 4x minus 1. Und das ist dann auch schon die erste Ableitung. Also ohne aufwendiges u von x herauszuschreiben, v von x, u' und v'. Bei einer e-Funktion kannst du diesen relativ einfachen Trick immer anwenden. Schauen wir uns mal das zweite Beispiel an. Das ist Tick komplizierter. Hier passiert nämlich Folgendes. Ich habe erstmal noch einen Vorfaktor davor gebaut, nämlich diese 3. Wenn du eine Zahl vor der e-Funktion stehen hast, kannst du diesen Vorfaktor erst einmal übernehmen. Wenn jetzt hier eine 3 steht, schreibst du erstmal 3 hin. Danach mal. Und jetzt kümmerst du dich wieder um den Exponenten. Das heißt um 2x² plus 4x. Jetzt müssen wir wieder ableiten. 2x² ist abgeleitet 4x. So. Und 4x ist abgeleitet 4. Jetzt habe ich hier etwas hingeschrieben, was durch ein Pluszeichen oder durch ein Minuszeichen getrennt ist. Das heißt, wir haben zwei Teile. Wir haben einmal 4x und wir haben einmal die 4. Wenn das der Fall ist, musst du diesen Ausdruck unbedingt in Klammern setzen. So. Jetzt haben wir den Exponenten abgeleitet. Und jetzt heißt es wieder, multipliziere dahinter die e-Funktion so, wie sie dort steht. Okay, den Vorfaktor hatte ich ja eh schon, der ist weg. Aber die e-Funktion heißt ja e hoch 2x² plus 4x. Und das ist dann auch schon die Ableitung. Wenn man möchte, weil man jetzt irgendwie drei Faktoren hat, wir haben die 3, wir haben die Klammer, wir haben die e-Funktion, kann man vielleicht noch, wenn es einem ja, beim weiteren Ableiten besser hilft, denn häufig braucht man ja nicht nur die erste Ableitung, sondern auch die zweite Ableitung, die 3 in diese Klammer rein multiplizieren. Ne? Dann rechnen wir 3 mal 4x, das ist 12x, und 3 mal 4, das ist 12. So, dann hat man nur noch zwei Faktoren, dann ist das Ganze vielleicht noch ein Stück einfacher, wenn man jetzt f2' oder g2' bestimmen möchte. Vorsicht, wenn du allerdings g2' bestimmen wollen würdest, würde dir nicht nur die Kettenregel hier oder dieser Trick für diese Kettenregel helfen, sondern du bräuchtest auch die Produktregel. Ne, dazu habe ich ja schon ganz viele Videos gemacht, wie du eine E-Funktion mit Verkettung und mit Produktregel ableitest. Schau da gerne mal in die Playlist zur E-Funktion rein, da wirst du auf jeden Fall fündig. Ja, das war dieser kleine Mini-Trick zur Bestimmung der Ableitung von E-Funktionen. Schreib mir super gerne mal dein Feedback in die Kommentare. Hat dir dieses Video geholfen? Hast du weitere Videowünsche? Dann schreib die auch gerne in die Kommentare. Ganz egal, ob das hier oder das Thema E-Funktion ist, ob es irgendwie aus einem komplett anderen Bereich ist, wie die Stochastik, wie die Integralrechnung oder so. Ich bin da komplett offen, denn ich möchte ja, dass meine Videos optimal zu deinen Lerninhalten passen, denn die sollen natürlich dir helfen. So. Und außerdem hilft es mir natürlich, wenn du einen kleinen Kommentar oder einen kurzen Kommentar da lassen würdest, dann zeigen wir einfach mal YouTube, dass dieses Video vielleicht nicht ganz so schlecht geraten ist. Du weißt ja vielleicht, bei uns kleinen Kanälen ist es immer so, dass wir gerade auf das Feedback von den Zuschauern oder von der Interaktion mit den Zuschauern angewiesen sind. Das war's von mir für heute. Ich wünsche dir wie immer ganz, ganz viel Erfolg beim Lernen und ich hoffe, dass du beim nächsten Video auch wieder mit dabei bist.